Oliver Ebert, Rechtsanwalt, Diabetes-Journalautor, selbst Typ-1-Diabetiker. Du hast hier auf dem Kongress Diabetes, Kongress 2014, die höchste Auszeichnung der Deutschen Diabetesgesellschaft bekommen für Nichtärzte. Mhm. Seit wann engagierst du dich und wie sieht dein Engagement aus im Bereich Soziales des Diabetes und im Bereich ja einfach der Arbeit für die Betroffenen? Gut, also ich mache das seit 1997. Da habe ich angefangen, die ersten Rechtsfragen zu beantworten. Das war, als du mich damals angefragt hast, ob ich mal einen Artikel schreiben kann fürs Diabetesjournal. Und es hat sich dann halt im Laufe der Zeit ergeben, dass immer mehr Leute angefragt haben. Und es waren Leute, die einfach Rat gebraucht haben, die Hilfe gebraucht haben, die auch sonst niemand gefunden haben. Ja, es hat sich halt entwickelt. Im Laufe der Jahre hat sich da die stattliche Zahl von knapp 5000 Patienten jetzt rauskristallisiert und Ärzten, die letztlich halt Informationen brauchten, Unterstützung auch brauchten, die sie sonst irgendwo gefunden haben, und da konnte ich dann weiterhelfen. Es ging ja konkret um juristischen Rat, juristische Informationen. Mhm. Die Auszeichnung, die du gestern bekommen hast, nennt sich Katsch-Medaille. Mhm. Man hat dich gestern Abend, und zwar der Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, als Robin Hood bezeichnet, als Robin Hood der Diabetologie. Mhm. Siehst du dich selbst auch so? Gut, ist natürlich schwierig. Vielleicht hat er wegen der grünen Krawatte da einen Anhaltspunkt gefunden. Man versucht einfach den Leuten weiterzuhelfen, und manchmal ist es in der Tat so, dass man versucht auch gegen Windmühlen zu laufen, da gibt es Widerstände. Manches muss man einfach nachhaltig dann bewegen, aber ich denke, wenn man einfach dranbleibt, dann kann man auch vieles dann schaffen. Jetzt hat, als wenn ich jetzt Diabetes habe und ich selbst kriege Probleme mit Teststreifenverordnung, mit Insulinpumpenverordnung, vielleicht auch mit meinen Führerscheinen. Was ist so der erste Schritt, den man gehen muss als jemand, der Diabetes hat und ein juristisches Problem bekommt? Mhm. Gut, also zunächst natürlich mit dem Arzt, mit der Diabetesberaterin, mit dem Diabetesberater einfach mal abklären, was ist überhaupt der Bedarf, und dann liegen auch die Voraussetzungen überhaupt vor. Das heißt, in manchen Fällen gibt es einfach falsche Vorstellungen. Da heißt es dann beispielsweise, ich brauche dieses oder jenes. Und wenn man sich genau mal überlegt, ist die Therapie ausgeschöpft, gibt es da insoweit auch vielleicht schon Alternativen, dann fehlt es da oft. Und das wird vor Gericht dann auch schief gehen. Das heißt, man muss einfach das profund vorbereiten, muss gut dokumentieren, muss gut begründen und sich im Vorfeld einfach Gedanken machen, was will ich und warum will ich das. Und wenn die Unterlagen zusammengestellt sind, dann ist das schon mal eine sehr gute Basis, um dann vorauszugehen und dann entsprechend vorzugehen. Und dann kann man natürlich sich Hilfe holen, zum einen natürlich entsprechend bei den Fachgesellschaften, bei diabetes.de, die auch entsprechend Hilfe geben, oder auch beim Diabetikerbund, die entsprechend dann Unterstützung anbieten. Und natürlich aber auch bei entsprechenden Informationsmedien, wie das Diabetesjournal, wo wir regelmäßig über solche Sachen berichten. Oliver Ebert, hier auf dem Diabeteskongress 2014, ausgezeichnet mit der Katsch-Medaille. Dankeschön für die Information, Olli. Danke, bitte.